21. Raya, Mitte des Tages. Die 2 Tage der Regeneration in der Akademie haben euch zwar astrale Kraft gegeben, doch in euch darbt der Hunger. Euer Magen sticht, brennt und verlangt nach Essen. Euer kleiner Spurt durch die verwinkelten Gassen von Katzloch hat Kraft gekostet. Der Dämon aus Schleim und Schlamm steht weiterhin vor euch. Tentakel, die sich euch nähern, härten zwar aus und zerbröseln zu Stein, wenn er euch angreift, doch ihr seid gefangen. Im Hintergrund könnt ihr Kieras und Boltax hören, die sich um die Kinder kümmern. Schmutzige, staubige Gesichter, die ebenso abgemagert sind. Ein Teil des Domes gibt immer noch knirschend nach und versperrt den Ausgang. All das war unglaublich laut, und während ihr die letzten Kräfte sammelt, um diese gehörnte Kreatur wieder zurückzuschicken, könnt ihr Flügelschläge über euch hören. Die Karakile kommen. Kurz vor euch hört ihr ein weiteres Knirschen und eine Dachplatte, ein Ziegel, fällt herab. Mit einem spöttischen Grinsen tritt jemand hervor, den ihr vor ein paar Tagen gesehen habt. Den Offizier vom anderen Ufer. Den Lord der unheiligen Bewegung. Was wollt ihr tun? Diesen dort, den kennen wir doch, nicht wahr? Können wir das jetzt umbringen? Wir könnten es versuchen. Besser als sterben. Nun. Wir sollten aber zunächst versuchen, das Pentagramm zu nutzen. Mein Zauber war wirkungslos bei diesem Ding dort. So sehen wir uns also wieder. Ihr. Bringen wir den Sack jetzt um? Oder möchte irgendjemand mit dem Verräter Paktiver reden, der uns verraten wird? Toxus sagte, ich soll euch lebend in den Palast bringen. Aber wenn ihr kämpfen wollt, hör zu. Was will Troxus von uns? Das hat er nicht gesagt. Aber er und das Geierkind haben wohl noch ein paar Späße mit euch vor. Späße. Wer möchte vom Geierkind seine Seele geopfert bekommen? Ich nämlich nicht. Nun, Rafim, der Kampf gegen dieses Ungetüm erscheint mir zwecklos. Und deine Seele geopfert zu bekommen vom Geierkind erscheint dir sinnvoll? Nun, auf ihm. Dieses Geierkind können wir eventuell besiegen. Dieses dort, dieses Ungetüm, es scheint mir für unsere Kräfte zurzeit übermächtig. Könnte sehen, wie jetzt weitere Dachziegel von dem gegenüberliegenden Gebäude nachgeben und dann nach und nach 2 Irrhalkengardisten herantreten, die Kurzbögen in der Hand halten. Sie legen kurz auf euch an, ihr könnt erkennen, wie der Lord, der Offizier, kurz eine Handbewegung macht und sie senken dann nur noch ihre Bögen, schauen hier allerdings grimmig an. Nicht, dass ich etwas gegen eine Opferungszeremonie hätte, Abelmir, aber die werden unsere Seele opfern. Was ist denn da draußen vor dem Haus los? Toxus will uns sprechen. Ja. Und er spricht eine ungewöhnliche Einladung aus. Ja. Ach, ihr wisst gar nicht, wer Toxus ist, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung. Nicht die geringste Ahnung. Toxus ist eine Kreatur, ehemals ein Mensch, ein Schelm, aber vom Bösen versucht und tief gefallen. Wir sind ihm schon einmal begegnet. Ich denke, wir haben größere Chancen bei ihm als hier kämpfen, unterzugehen. Duda! Der Lord tritt noch ein paar Schritte weiter heran und deutet auf Rafim. Wie wäre es? Nur du gegen meinen Jekris Lagura. Wie wäre es, wenn du mich am Arsch schlägst? Also, aber mir, nur dass wir es kurz besprochen haben. Er betrachtet dich und du siehst, wie er eine abwinkende Handbewegung macht und dich dabei höhnisch, ekelhaft lächelnd angrinst. Dann merkst du, wie sich wohl die Schnallen und die Verschlüsse, die Knöpfe und die Bänder lösen. Es klackt mehrere Male und dein Helm rutscht vom Kopf.
Der Kragen weitet sich, das Hemd und die Jacke rutschen dir von den Schultern und du stehst nackt da. Hättet ihr ein Raya-Wunder haben wollen, hätte ich es dir doch nur sagen müssen. Aber mal von dem Arschloch da vorne abgesehen. Ich sehe übrigens verdammt gut aus, wenn ich das mal merken darf. Ihr wollt jetzt zu dem Verbündeten von dem da, der den Dämon dabei hat, in den Palast mit den ganzen Wachen und ihr hofft, da was ausrichten zu können? Nun ja, ihr wisst doch, diese Paktierer sind sich untereinander Spinnefeind. Verrat ist ihnen gegeben. Es liegt in ihrer Natur, sich gegenseitig zu verraten. Ja, und wie ich das sehe, haben wir jetzt die Wahl, entweder hier zu sterben oder dort eventuell eine andere Situation vorzufinden, an die wir uns besser anpassen können. Die Situation wird also besser, wenn wir uns ergeben? Das ist das Blödeste, was ich je gehört habe. Also, die Situation ist dann eine Situation, in die wir kommen, in der sie die komplette Kontrolle haben, von der sie vorher wissen, wo wir sind, wie viele wir sind, was wir können und mit vermutlich genug Dämonen Voltax, um uns allen den Arsch damit vollzukleistern. Nun, wir verzögern nur unser Ableben, aber zumindest ist es eine Verzögerung. Aber mir, wenn ihr jetzt hier kämpfend sterbt, werden die nicht eure Seele opfern können. Wenn die euch am Ende auf irgendeinen Tisch binden, euch nach und nach die Pulsadern öffnen und euch opfern, ist eure Seele den Dämonen angelastet. Ich glaube, hier kämpfen sterben ist besser als da hinten meine ewige Seele zu verlieren. Ihr habt noch 10 Sekunden, um eure Waffen niederzulegen, sonst greifen wir an. Wir sollten tun, was er sagt. Warum? Ich stecke meine Dolche mal weg und... Also ich habe sie ja gar nicht gezogen gehabt, aber ich deute, dass ich keine Waffen in der Hand habe. Vertraut mir einfach. 10. 9. Oh, warte mal, warte. 8. Denkt an die Kinder. 7. 6. Ja, die werde ich dem Dämon nicht bestimmt nicht übergeben, aber mir... 5. 4. 3. 2, 1. Ich hab eure Waffen weg. Nicht abgelegt. Ich hab sie nicht gezogen, also. Ihr sollt sie ablegen. Ja, gut. Nun gut. Würde ich nicht tun. Raffin, vorsichtig, wir machen das nicht. Mit der Natürlich Hand machen wir das nicht. Zieh ich meinen Säbel und leg ihn vor mir auf meinen, vor meinen Füßen hin. Ich lege die beiden Dolche, die ich habe. Mich. Kämpfen oder laufen, dieser Run? Die beiden Kurzbogen werden wieder angehoben. Was für eine Entfernung sind die? Moment. Das sind 7 Meter über euch. Alles klar. Sag mir mal bitte die höchste Magieresistenz. Von dem 4. Also, wenn du die beiden Jörgnerdisten blitzen willst, 4. Und der Offizier ansonsten auf der anderen Seite mit 7. Komm, sind sie alle weg, alle ja, drei. Hab ich vor. Wunderschön, dieser Huhn. Ich bin begeistert. So, 7 und insgesamt 3 haben wir. Wo ist er denn? Ja, der soll gelungen sein. Genau, wir starten wieder mit einem Blitz, den ich find. Er ist gelungen. Gegen 3 Ziele mit der höchsten MR 7. Ja, die erhalten Gardisten treten wieder einen halben Schritt nach hinten, sodass sie dann wieder verborgen sind und sie können euch nicht sehen. Also so oder so nicht, aber ihr könnt sie auch nicht mehr sehen. Der Lord bleibt wohl weiterhin stehen, fest sich an die Augen und ihr könnt sehen, wie der Darei jetzt langsam sich um das Pentagramm herumschiebt und sich so ein bisschen aufteilt, euch in eine Blase hüllt. Da der so massiv ist, denke ich mir, dass wir das irgendwie verhindern können. Und sei es, indem wir durch das Haus laufen. Kannst du mir nochmal sagen, wo genau der Offizier steht? Ja. Dem anderen Haus. Okay, ja, habe ich. Ach, auf dem Dach, okay, ich dachte, der steht jetzt irgendwie. Nee, er steht auf dem Dach, genauso wie die anderen Jagdgardisten.
Ich würde sagen, wir laufen durch das Haus durch, versuchen so viele Kinder wie möglich zu nehmen und laufen dann weg. Hinten ist ein Gitter. Wir kommen. Wir brechen durch die Wand, das ist ein Haus. Meine Fresse. Gitter, also. Ja, ich schließe mich der Iserone an. Ich klatsche meinen Rucksack wieder auf. Ich meine, meine anderen Sachen werde ich nicht mitnehmen können. Laufen wir. Ich schaue mal Fragen zu Rafim und dann zu Boltax. Greif mir deinen Säbel und renne auch ins Haus rein. Ja, ich schnapp mir meine Dolche und als langsamster, naja. Auf jeden Fall würfel mal eine Gewandtheitsprobe. Oh, die würfel ich neu. Okay, da ist der erste Schippi. 12, dann hast du es geschafft. Du kannst dich auf alle Fälle dann befreien. Die Kleiderhaufen, die dann unter dir liegen, die Rüstungsteile, kannst du dann abstreifen, so dass du da nicht weiter behindert wirst, dich wieder anzugürten, anzuziehen. Ist natürlich jetzt utopisch, aber du kannst dir dann den Rucksack schnappen, Mira dann unter den Arm klemmen, beziehungsweise hinter dir her laufen, trappen hören und dann ja, könnt ihr wieder zurück in das Innere des Waisenhauses laufen, springen. Könnt ihr wohl noch sehen, wie Kiaras und Boltax den Großteil nach innen gebracht haben, in so einen kleinen Innenhof und steht dann genau dort, wo ihr dann ja vor einer großen Mauer steht. Das ist dann die Stadtmauer, zumindest das Innere der Stadtmauer. Es gibt ja mehrere von diesen Verteidigungsanlagen und könnt dann erkennen, wie ein kleines Gitter ja hier dann den Weg versperrt, damit die Kinder dann hier draußen rumtollen können. Könnt auch sowas wie einen Sandkasten erkennen, ein paar Unterstände, Spielzeuge, die hier rumliegen und steht auf der anderen Seite schon ein kleines Kind? Ihr meint, dass es eine kleine Gestalt ist? Nein, Rafim, du erkennst es. Verrutschte Augen. Es ist wieder dieser Dämon, der euch von der anderen Seite anseht. Und dann, wenn ihr durch das Waisenhaus Katzenkorb getreten seid und dann wieder nach oben blickt, könnt ihr auch das Rauschen von weiteren Flügeln hören und die Karakile sehen, die jetzt zur Landung ansetzen. Abelmir, Mauer hoch. Ja, ich probiere die Mauer zu klettern und. Ja. Wenn ihr das anfängt, zeige ich auf die Stadtmauer Seil! Ich habe keine ASP, ich kann das Seil nicht aktivieren. Lappen! Ja. Was hast du nicht? Das und meine Sternkraft ist erschöpft. Ja, dann versuche ich zu klettern. Da. Ich weiß ja, ich nehme an, das wird keine 18 Meter hoch sein, diese Hütte. Nee, das ist eine kleine Hütte, die da steht, 4 Meter hoch und dann von da aus könntest du dann auf die Gebäude hochklettern. Aber ja, gut, musstest du jetzt hier die 4 Meter irgendwie dich hochziehen. Gib also eine Räuberleiter. Ja, ich würde jetzt alle dahin lotsen und Abel mir den Räuberleiter geben, dass er da hochkommt. Gut, dann gebt mir doch mal eine Kletternprobe plus 2, wenn ihr Rafim benutzt, so ein bisschen als Sprung, Tritt, Anlauf. Das sieht gut aus. Kannst dich von seinem Rücken abstoßen. Auch Boltax versucht das ebenso wie Abel mir und springt dann voll gegen die Wand. Du bekommst 1W6 Ausdauerschaden, also die Hälfte dann davon als echtes. Aber Abel, mir zieht dich dann, während du dann gegen die Mauer gegengesprungen bist, noch einmal nach oben und so ein bisschen benommen kommst du dann nach oben. Iserun reicht auch der große Rücken von Rafim ebenso als Sprungtritt. Kannst dann wohl noch die Tapsen von Mira dann hören, die ja auch so ein bisschen zum Sturmangriff angesetzt hat und dann ebenso die Mauer nach oben springt, also dann die tierische Intelligenz dementsprechend hoch ist. Aber mir reich mir meine Hand, oder? Nee, Iserun, reich mir meine Hand. Ja, Iserun, komm. Ich reiche meine Hand. Ich auch. Ja. Kann sie an beiden Seiten hochziehen zur Not. Ja, ich würde jetzt mal mit deren Hilfe versuchen, da hochzuklettern. Körperkraftprobe von den beiden. Gegen die Körperkraft von Rafim. Ja, wieso? Ich versuche die ja nicht da runterzuziehen. Nein, am Ende, das ist das nicht, aber du bist natürlich schon schwer, ne? Hä, aber ich kletter doch da hoch und am Ende reichen die mir eine Hand. Das ist eine 4 Meter hohe Mauer. Ja, ist doch gelungen, du bist oben. Ja. Klettern-Probe ist ja kein Problem. Ja, auch du kannst dich dann nach oben ziehen und ja, im Innenhof könnt ihr immer noch die Kinder erkennen. Scheiße, ihr habt nicht an die Kinder gedacht. So. Was machen die Kinder denn? Die gucken euch an mit entsetzten Augen und sind jetzt allesamt in die Ecken gewichen, beziehungsweise an die Stadtmauer heran. Könnt sonst keine weiteren Bewegungen draußen hören, könnt immer noch dieses kleine Kind auf der anderen Seite sehen, dieses dämonenartige Wesen, was da eben so noch steht und euch die Hilfe anbietet, jetzt auch gierig zu den Kindern blickt.
ebenso die Hand reicht. Wie viele Kinder sind denn da unten? 20. Wow. Also wir haben bestimmt noch ganz normale Seile hier, die können wir ja einfach irgendwo hier oben auf dem Dach oder der Mauer festbinden. Welche Seile? Dann können die ganz normale. Wovon? Ihr habt alles zurückgelassen, außer euren Waffen und eurer Ration für Heilkräger. Den Stab runterreichen zum Hochziehen. Ja, meinetwegen auch das. Also ich meine, die sind ja lang genug. 2 Meter lang Stab? Oder wie lang ist der? 1,80 Meter sind die, glaube ich, immer lang. So die Richtung. Ja. Und die Kinder? 1,20 Meter. Wird schon eine knappe Sache. Also ihr werdet auf alle Fälle eine ganze Menge Zeit brauchen und könnt dann, während ihr dann eins der Kinder nach und nach dann hochholt, könnt ihr dann wohl sehen, wie weitere Ziegel klacken und dann 2 weitere Irrhalkengardisten auf dem Waisenhaus stehen und mit Kurzbogen auf euch anlegen. Die Hälfte der Kinder habt ihr oben. Macht schneller! Ja, ich mach ja. Ich meine die Kinder. Gut, dann verteile ich jetzt die ersten beiden Schüsse. Und zwar, ich werde auswürfeln, wen ich von euch angreife. Das ist ein W4. Schauen wir mal nach. Die 3 und die 2. Das ist einmal Boltax und das ist einmal Isarun. 1, 2. Das sollte auf die Entfernung eigentlich getroffen sein. Da muss man, glaube ich, nicht wirklich diskutieren. 1, 2. Ihr könnt natürlich ausweichen, wenn ihr wollt. Nee, hier nicht. Ist das irgendwie erschwert, weil wir da oben drauf stehen, oder? Also eigentlich, wenn du einem Schuss, einem Pfeilbeschuss ausweichen willst, ist das so oder so immer eine +8-Probe. Wenn du ihn siehst, kannst du es natürlich versuchen. Ich will hier nicht runterfallen von dem Hausdach. Probieren wir es mal. Ich glaube, das würfel ich aber nochmal neu. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Warte mal, ich muss die Erschwernis nochmal eintragen. So, das sieht doch schon besser aus. Gut. Dann bitte eine Sinnenschärfe-Probe auf Hören. Von euch allen, ja. Ich trage mir die Schaden mal ein. Ja, bitte. Wunschwelle -2. Ja, ist kein Problem. Gute Proben, also bei dem einen ja, bei dem anderen nein, aber. Abelmir, du löst dich gerade so ein bisschen, siehst, dass Isarun wurde sie getroffen, ja, ne? +8? Nee, nee, ich bin doch ausgewichen. Hat sie geschafft. Ja, du siehst, wie Isarun sich gerade so wegdreht. Sie fängt den Pfeil in der Luft. Gott, was ist das für eine Kampfmagierin? Du musst dir unbedingt mal so ein paar Tricks von ihr aussuchen. Und dann siehst du, wie Boltax so ein bisschen nach hinten geworfen wird. Und ebenso dann ein Pfeil in seinem Kopf stecken hat. Möchtest du das denn vielleicht chippen? Sonst wäre es doppelter Schaden. Ja. Möchtest du die Trefferzone neu würfeln lassen oder den Wurf ganz generell? Nö, die Trefferzone nur. 17, dann ist es nur der Torso. Du siehst, wie die Rüstung von Boltax durchschlagen wird. Er hat natürlich kein Kettenhemd an. Wird schwer getroffen, nach hinten geworfen. Und dann hörst du wohl, wie weitere Ziegel nach hinten klatschen. Du siehst, wie der Karagiel wohl im Innenhof gelandet ist. Und du hörst weitere beschwörende Rufe. Du siehst wohl, wie auch der Lord der unheiligen Bewegung gerade über die Dachziegel auf das Waisenhaus klettert. Und dann siehst du, wie vom Stift der beiden Mütter vom Volke am anderen Tempel weitere Personen angelaufen kommen. Du siehst Milizen, sie tragen keine Wappenröcke, sind dreckig, sind schmuddelig. Du kannst erkennen, wie sie zerrissene, blutige Kleidung tragen und jetzt ebenso mit ihren Kurzbögen nicht auf euch zielen, sondern eben auf die Irrhalkengardisten und auf den Lord. Du kannst sehen, wie weitere Karakile über euch kreisen. Oh Gott, das sind vielleicht 3... Das sind sicherlich 3, ja, die verschwimmen so ein bisschen in der Bewegung, so schnell wie sie sind, aber du zählst kurz durch, im inneren Hof müsste ja noch einer sein. Aber dann, das ist das, was du eigentlich dann hören kannst, Getrappel, Pferde, Beeilung, der Feind kommt von beiden Seiten, ja. Die Mauer hoch, nein. Rafin, kümmere dich um Boltax. Ja. Ich schmeiß schon mal Boltax die Mauer hoch. Ihr könnt jetzt kurz erkennen, wie wohl weitere Verwirrung jetzt unter den Irrhalkengardisten passieren. Sie
legen zwar einen neuen Pfeil auf und versuchen nochmal in eure Richtung zu schießen. Vielleicht treffen sie sogar noch, aber auf alle Fälle werden sie jetzt auch beschossen und damit haben sie nicht gerechnet. Und zwar wird wieder Isarun angegriffen und dieses Mal auch Rafim. Die Kinder sind mittlerweile jetzt alle oben, aber zwei weitere Pfeile, die einschlagen und euch treffen. Dürft nochmal ausweichen, plus 8. Wen treffen die? Ja, ich überhaupt ausweichen, 8. Es sind nur 5. Zumindest für Isarun. Ja, locker. Ja, ich ausweichen kann ich vergessen. Dann würfel ich dir auch schon mal den Schaden. 9, Wundschwelle minus 2 und keine Rüstung. Eine Wunde. Dann darfst du eine Selbstbeschwörungsprobe würfeln. Oh, gib mir auch mal B6. No, zusätzlicher Blutungsschaden. 9, 13. Abelmir, du hast dich aufgerichtet, mittlerweile sind alle Kinder oben, du siehst, wie Rafim wieder ein weiteres Mal zurückgerissen wird, der Schmerz, der in seinen Augen aufleuchtet und dieser Wahnsinn, der von ihm Besitz ergreift, eine Heraldikprobe. Ist nur eine Heraldik. Du erkennst die Banner. Es ist zwar nicht ganz die Heimat, aber naja, gut. Umgezogen die Banner von Punin. Du siehst, wie jetzt Reiter aus dem Osten durch geöffnete Türen hindurchströmen, durch geöffnete Tore und jetzt. Nee, ist es nicht Osten, ist es Westen. Sie kommen von der anderen Seite, wo auch immer sie herkommen, aber sie reiten jetzt gerade, du stehst auf der Mauer, guckst in die grobe Richtung. Sie reiten gerade ein, mit ihrem Puniner Banner. Die Kaiserlichen kommen. Zeigt man die Richtung? Ja. Gut. Ja, wo kommen die denn einmal her? Los jetzt, wir müssen die fertig machen. Die Kaiserlichen, nicht die Irrhalten-Gardisten. Seid ihr blöd? Natürlich die Irrhalten-Gardisten. Wir müssen erstmal die Kinder hier vom Dach bekommen, vielleicht. Ja. Ich würde die Kinder jetzt nach und nach da oben auf die Mauer setzen. Ja, ich würde den Kindern helfen, indem ich sie von Rafim nehme und auf der Mauer dann evakuiere. Gut, also von diesem kleinen Häuserdach ist es dann nur so ein halber Schritt. Den schaffst auch du, Boltax, den schaffen auch die Kinder. So könnt ihr dann die ganzen Kinder oben auf den Mauern dann postieren. Ihr könnt dann, wie gesagt, sehen, dass hier auf dem Dach mittlerweile unzählig viele Milizen stehen, die allesamt dann dreckig und schmutzig dann diese Irrhalten-Gardisten beschießen, die dann natürlich eben auch etwas mehr geworden sind. Das sind nicht nur 2, sondern ihr könnt mittlerweile 6 erkennen. 2 Hunde, die dann wohl im Innenhof gerade herumlaufen und herumspringen. Diese zweiköpfigen weißen Hetzer. Und ja, ihr könnt erkennen, wie wohl auch der Lord, der Offizier, jetzt ebenso in Richtung Westen schaut, ebenso die Banner von seiner Position aus erkennt und dann erst einmal von hier runter in Richtung des Innenhofes geht und sich nur wenige Sekunden danach wieder ein Irrhalg erhebt, mit ihm darauf als Reiter. Weg hier? Wo kommt dieser Punina plötzlich her. Mit denen habe ich ja nur am allerwenigsten gerechnet. Wir sollten uns nicht beschweren. Mit den Kindern in den Richtung Travia-Tempel-Bewegung? Ja. Wo gehen denn eigentlich die, oder wo reiten die Reiter hin? Die Reiter, ist, wie gesagt, guck dir die Karte der Stadt an. Du hast das Tor, was, Moment, Störung F, du hast das Tor, was hier geöffnet worden ist und sie kommen jetzt über diese lange Straße in Richtung des anderen westlichen Tores dann eingeritten. Ah, okay, ich dachte, die wären schon irgendwie innerhalb der Stadt drin. Nee, die reiten jetzt hier gerade ein. Also wie gesagt, hier ist das Tor wohl irgendwie geöffnet oder sowas und Abelmir konnte sie dann hören, wie dieses Getrappel dann heranprescht und sie dann jetzt erstmal an diesem Tor dann jetzt auch anfangen zu kämpfen und versuchen, das zu öffnen. Also ihr könnt das kurz einschätzen, eine Kriegskunst sollte hoch genug sein, da brauche ich keine Probe. Es sind wohl 2 Banner, das könnt ihr dann eben auch an den Bannern darauf erkennen, die dann eben sortiert sind. 2 Banner Punina, irgendwelche Ritter, irgendwelche Kavaliere, die dann auf ihren Pferden sitzen, die Banner hochhalten und ihr könnt dann wohl auch noch weiteres Entsatzvolk, irgendwelche Infanterie erkennen, die dann ebenso weiter durch das Tor durchströmt. Also ganz grob, so 200 Soldaten würdet ihr sagen. Okay, aber die sind dann auf jeden Fall so weit weg, dass auch wenn wir jetzt hinrennen würden, wir wahrscheinlich keine Auswirkungen mehr auf den Kampf hätten.
Das kommt darauf an, wie lange die jetzt hier an diesem Tor brauchen, aber zumindest seid ihr jetzt gerade mit den Kindern hier ungefähr und na gut, da müsste man natürlich jetzt die ganzen Weg dann entlang rennen. Das sind natürlich auch nochmal ein paar, ja, sicherlich viele hundert Meter. Könnte man natürlich versuchen. Wir sollten zumindest die Kinder in Obhut der Miliz geben. Die kennen sich hier bestimmt besser aus. Und die haben da vorne ist der scheiß Travia-Tempel. Können wir einfach die Kinder da vorne abgeben? Ja, natürlich. Wir gehen über die Mauer direkt in die Friedensstadt hinein. Zwei weitere Pfeile, die ebenso wieder Isarun und Rafim treffen. Vielleicht bin ich gleich. Haben die immer noch nichts Besseres zu tun? Also werden die nicht selber beschossen? Die werden auch beschossen, aber es sind auch mittlerweile nicht nur zwei Jagdgardisten, sondern mehrere. Sechs. Der eine trifft sogar nicht. Das ist der für Isarun, hat sie ein Glück. Aber Rafim wird getroffen. Ja, macht Schaden. Sind nur sieben. Ins Bein. Ja, ihr schaut euch kurz um. Könnt natürlich jetzt nach rechts, nach links laufen, die zum nächsten Tempel, zu dem nächsten großen Turm, euch da dann verschanzen, verbergen. Könnt dann auf alle Fälle weiterrennen, aber ihr müsstet euch jetzt entscheiden. Ich stampfe zwei kleine Kinder, die kleinsten Kinder, nehme die auf links und rechts auf den Arm und renne Richtung Osten, Richtung Friedenstadt. Ja, würde ich jetzt auch so sagen, dass wir erstmal die Kinder wegbringen. Und die Rest wahrscheinlich irgendwie so antreiben, einer ist hinten, einer ist vorne. Was wir zwischen uns haben. Okay. Ja, wenn ihr in Richtung der Friedensstadt lauft, könnt ihr wohl erkennen, wie hier auch einige Brandspuren an der Mauer zu erkennen sind. Weitere Karakile, die über euch kreisen, die leicht so versuchen, auch nach unten zu stoßen. Allerdings seht ihr dann wohl, wie eine der Offizieren denen die Zügel nach vorne reißt, nach hinten reißt und dann entweder zur Flucht sich wendet oder aber zum Angriff. Ihr seid euch da selber nicht ganz sicher, zumindest wird sie dann mit den anderen Karakilen grob in Richtung doch Palastberg fliegen. Könnt von dem Tempel der Travia könnt ihr noch einige Gänseritter erkennen, die da auf dem Platz stehen. Also sie selbst wohl gerade weniger an Kämpfe dann mit anderen Jagdgardisten gestrickt, aber sowas wie ein Krankenlazarett, Feldbetten, die da stehen. Und könnt dann gemeinsam mit den Kindern ja zum Kloster vom Orden der Heiligen Travia laufen. Bitte euch weitere Schreie, weitere Söldner, Milizen, die Bevölkerung von Katzloch, die dann hier die Jagdgardisten auch in den Wind gehängt haben und dann hier ihr Viertel zurückerobern. Straßenkämpfe. Weitere Pfeile, die ungezielt von unten nach oben zu euch geschossen werden, denen ihr dann ausweichen könnt, wo ihr euch dann abducken könnt und dann könnt ihr unter euch den Travia-Schrein entdecken. Müsstet jetzt noch den Turm nach unten klettern, einmal durch die Türen, die hier dann geöffnet sind, die Wendeltreppe nach unten, den Turm nach unten laufen und dann steht hier im Inneren des Travia-Schreins, beziehungsweise von Friedenstadt.